Hi, Veronika ist hier. In diesem Video gibt es zwei Sachen. Einmal erkläre ich dir in diesem Video, was du von Jeff Seid lernen kannst. Und zweitens möchte ich dich auf meinen magischen Bauchweg-Turbo hinweisen. Wenn du eine definierte und eine durchtrainierte Figur haben möchtest, bekommst du da Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Hier unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu und klick da drauf, dann findest du alles dazu. Ja, kommen wir zum Thema dieses Videos. Was kannst du von Jeff Seid lernen? Also erstmal, wer ist Jeff Seid? Also das ist ein Bodybuilder aus den USA, der es professionell macht. Er ist erst 19 Jahre alt und hat meiner Meinung nach eine sehr schöne athletische Figur, obwohl er schon ziemlich viel Masse schon hat. Aber zu viel Masse gefällt mir eben nicht und bei ihm ist es eben von den Proportionen her sehr schön anzusehen. Und nicht so übertrieben Masse, was mir sehr gut gefällt, mir persönlich zumindest. Ich zeige dir auch jetzt gleich mal ein paar Bilder von ihm. Er hat natürlich die entsprechende Ausstrahlung und macht das natürlich professionell. Nur mal eben so kurz so als Info, hier in Deutschland sind Bodybuilder nicht so angesehen wie in den USA. Da bedeutet das ein bisschen mehr und man kann auch ein bisschen mehr damit verdienen, wenn man in den USA Bodybuilder ist. Hier wird es nicht so angesehen von der Gesellschaft, aber das ist auch alles immer so eine Ansichtssache. Die einen finden es super, die anderen nicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, wenn Leute was für ihren Körper tun und auch wirklich Masse aufbauen wollen. Ja, Jeff Seid, wie gesagt, ist mir aufgefallen. Den finde ich wirklich sehr ansprechend. Ich zeige dir mal hier so ein paar Bilder. Also mit 19 hat er natürlich auch noch beste Voraussetzungen, einen super schönen Körper aufzubauen. Hier sieht man ihn. Also ich finde ihn halt nicht zu massig. Sehr schön definiert, natürlich sehr geringes Körperfett. Hier am Nacken, es wird langsam ein bisschen too much für meinen Geschmack, aber es ist schon noch ganz schön. Das ist er jetzt, also er hat jetzt kürzere Haare, längere Haare meine ich. Ja gut, aber die Haare sind jetzt auch nicht so wichtig. Es geht um seinen Körper. Hier ist er auch nochmal, hat schöne Beine und mit den längeren Haaren. Gut, ist alles Geschmackssache, aber eben, ja, was kannst du von ihm lernen? Also, ich habe jetzt mal sein Beintraining hier rausgenommen, was er hier online gestellt hat. Und ja, da ist mir halt aufgefallen, er macht natürlich sehr viele Übungen an einem Tag, sehr viele Beinübungen. Er ist natürlich auch, wie schon erwähnt, professioneller Bodybuilder. Das bedeutet, er hat auch relativ viel Zeit für das Training, wenn du nicht so viel Zeit fürs Training hast, dann musst du nicht so viele Übungen machen. Du kannst auch mit einigen wenigen schon sehr viel erreichen. Und ja, was kannst du von ihm lernen? Also, viele Frauen denken eigentlich, dass sie nicht so hart trainieren müssen oder sollten wie Männer, weil sie Angst haben, zu viel Masse aufzubauen. Das ist natürlich komplett falsch. Wir haben überhaupt nicht die Hormone im Körper, dass wir so extrem viel Masse aufbauen können. Auf natürliche Weise zumindest nicht. Und wenn du so aussehen möchtest wie er, musst du da schon einige Präparate als Frau zu dir nehmen. Deswegen kann es überhaupt nicht sein, dass wir diese Körperformen von ihm annehmen, wie von ihm. Aber hartes Training ist auch für Frauen gut. Wir können natürlich nicht extrem viel hohe Gewichte nehmen wie Männer. Da sind wir erstmal, wenn wir jetzt noch nicht so geübt sind, natürlich nicht so dafür beschaffen. Männer können meistens ein bisschen mehr heben, aber auch nicht alle. Ich kenne auch welche, die nehmen Frauenhanteln zum Trainieren. Es kommt immer darauf an, auf die Körpervoraussetzungen. Also hartes Training ist auch für Frauen gut. Wenn du einen sexy Po haben möchtest, ist es genauso wichtig für dich, dass du da Muskeln aufbaust und einen schönen knackigen Hintern zu bekommen auch. Denn du möchtest ja keinen Fetthintern haben, der wabbelig ist, sondern der schön knackig ist. Und da brauchst du natürlich Po-Muskeln. Und ja, was ich bei Jeff Seid gesehen habe oder auch die Übung, die ich immer mache, ist eben Squats. Er macht hier Squats, auch wirklich mehrere Übungen und auch pyramidenartig eine Übung. Das heißt, er fängt mit weniger Gewicht an, geht hoch und geht dann wie eine Pyramide wieder runter mit dem Gewicht, ohne Pause zwischendurch. Und als Frau kannst du eigentlich genauso trainieren wie ein Mann, nimmst vielleicht erstmal ein paar Gewichte weniger, also etwas niedrigere Gewichte, aber du kannst genauso an deine Grenzen gehen, genauso wie er und
um einen schönen Körper aufzubauen. Gucken wir uns das hier mal an. Also, Squats sind sehr, sehr gut für deinen Quadrizeps, also deine Oberschenkel, deinen Beinbizeps, also der hintere Oberschenkel und für deinen Po. Also für Frauen, wenn du einen sexy Po haben möchtest, ist das das A und O, Squats. Mach einfach Squats ohne Ende. So wie eher immer schön geraden Rücken. Für den unteren Rücken ist diese Übung auch noch sehr gut. Hier siehst du es bei ihm, er hat gerade eine Verletzung, deswegen kann er nicht ganz so tief runtergehen, aber ruhig so tief fast wie du kannst und wirklich bis ans Limit gehen. Er hat hier wirklich kaum Pausen, wie man gerade sieht. Schön Fokus und auch er geht, macht hier wirklich viel Gewichte und geht so an seine Limite. Das kannst du als Frau genauso tun. Also Squats machen ohne Ende, das ist wirklich für deine Beine, wenn du dünnere Oberschenkel haben möchtest, sehr, sehr gut. Und wenn du parallel dazu noch auf deine Ernährung achtest und im Kaloriendefizit bist, kannst du trotzdem Muskeln aufbauen und Körperfett verlieren. Das bedeutet, du definierst deine Figur, baust Muskeln auf und hast dann wirklich so schön knackigen Po und knackige Oberschenkel. So, das sind die Squats, auch gut für den unteren Rücken, wie schon erwähnt. Ja, also Jeff trainiert seit 7 Jahren. Mit 12 hat er begonnen. Also was kann man von ihm noch als Frau abschauen? Die Motivation, ganz klar. Also er ist wirklich dran geblieben mit viel Spaß an der Sache und man merkt auch, dass er Spaß an der Sache hat. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass du Spaß an Training hast und die Übungen machst, die dir Spaß machen. Wenn Squats überhaupt nichts für dich sind, ist es sehr, sehr schade, weil es eine sehr schöne Übung ist. Aber wenn die Wop-Rock keinen Spaß macht, dann lass sie weg. Aber ich sage trotzdem zu dir, es macht schon Spaß. Du kannst auch eine kleine Challenge draus machen, keine Ahnung, mit einer Freundin trainieren und dass ihr euch gegenseitig ein bisschen pusht und schaut und euch ja einen Kampf daraus macht, eine kleine Challenge, wer mehr schafft zum Beispiel. Und dann macht das Ganze auch wieder Spaß. Also Gamifying ist hier das Stichwort. Gut, was kann man von ihm noch abschauen? Ja, gesunde Ernährung. Er ernährt sich natürlich sehr gesund. Er isst natürlich ein bisschen mehr, weil er wahrscheinlich sehr viel trainiert. Aber auf jeden Fall genug Essen über den Tag verteilt, denn wenn du nichts isst, heißt es nicht, dass du nicht abnimmst, oder dass du abnimmst. Nämlich im Gegenteil, wenn du nichts isst, legst du deinen Stoffwechsel lahm. Also ruhig über den Tag verteilt. Genug essen. Ich esse auch sehr, sehr viel am Tag. Gesund essen. Und Jeff Seid, habe ich auch gesehen, hat auch mal gecheatet. Das heißt, er hat auch mal bei irgendeinem Fastfood-Restaurant was gegessen. Kann man auch mal machen. Kannst du auch mal machen. Musst du aber nicht. Aber wenn du das mal machst, ist es schon in Ordnung. Also so, wenn du zu 80-90% dich wirklich sehr gesund ernährst und auf deine Ernährung achtest, reicht das schon aus. Und du wirst auch merken, dass dir auch dieser ganze andere Fraß, der nicht gesund ist, auch gar nicht mehr so gefällt. Nicht mehr so schmeckt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ja, zu seinem Hintern. Also wir sind ja bei den Squats, bei der schönen Hinternformungsübung. Haben wir hier ein Foto von ihm? Ich weiß es nicht. Naja, hier sieht man nicht richtig. Ja. Gut. Also er hat natürlich hier, macht natürlich sehr viele Beinübungen. Musst du nicht, du kannst Squats machen. Und die schräge Beinpresse lege ich dir ans Herz. Die mache ich auch immer. Damit bist du schon sehr gut bedient, wenn du diese Übungen machst. Da ist er nämlich hier auch in der schrägen Beinpresse. Sprich die gleichen Muskeln an wie Squats. Aber es setzt nochmal andere Reize als die Squat-Übungen. Und hier, wie ihr seht, also er trainiert wirklich hier sehr hart. Er ist sehr konzentriert, fokussiert. Das kannst du auf jeden Fall auch von ihm abschauen. Fokus ist sehr, sehr wichtig. Und das auch nochmal so als Anekdote. Dich schön beim Training mit deinen Freundinnen oder Freunden zu unterhalten, bringt dich nicht wirklich weiter. Also beim Training oder bei der Übung an sich wirklich fokussiert auf die Übung konzentrieren, damit du auch den Fokus hältst. Denn Körper und Geist sollte verbunden sein und nicht getrennt sein. Das heißt, wenn du deine Übung machst und dich mit anderen unterhältst, ist da keine Verbindung da. Deswegen hör auf deinen Körper, hör in dich hinein, wenn du diese Übung machst und sei wirklich
bei dir. Denn auch die anderen Jungs, die ich so bei mir im Fitnessstudio sehe, die labern mich manchmal von der Seite ein bisschen an. Und das sind meistens auch die, die nicht viele Muskeln haben oder nicht sehr durchtrainiert sind. Und da frage ich mich dann, oder ich wundere mich dann auch überhaupt nicht, dass sie ihre Ziele nicht erreichen, Muskeln aufzubauen. Denn die quatschen eh nur die Leute von der Seite an. Und es nervt mich dann, wenn ich dann mitten in der Übung bin und die einfach nur plaudern wollen. Wie ihr seht, Jeff Seid plaudert hier nicht während seinen Übungen. Der ist wirklich konstant fokussiert und trainiert seinen schönen Körper. Ja, so viel zu Jeff Seid. Er ist natürlich auch, finde ich, ein sehr schönes Vorzeigemodell, weil er anders als andere Bodybuilder sehr positiv rüberkommt, meiner Meinung nach. Und auch eine schöne Haut hat, schön glatt. Das macht dann auch die gesunde Ernährung aus. Natürlich ein bisschen Sonne. Ja, so viel zu Jeff Seid. Also, meine Message an dich: Ernähre dich gesund, mach Squats für deinen schönen Po und für schöne Oberschenkel und auch dünne Oberschenkel. Denn Muskeln aufbauen ist sehr gut, damit du auch mehr Fett verbrennst, denn deine Muskeln verbrennen in dem Ruhezustand viel mehr Energie als Fett. Deswegen kannst du damit auch besser abnehmen. Und insgesamt wiegen Muskeln mehr, aber sie nehmen nicht so viel Platz ein wie Fett. Also Fett wiegt weniger, aber hat mehr Ausmaße nach außen. Deswegen auch die schönere Definition mit Muskeln. Ja, so viel dazu. Also, trainiere, mach dich fit, ernähre dich gesund und ja, meinen magischen Bauchwerk-Turbo, trag dich da ein, wenn du eine definierte und eine durchtrainierte Figur haben möchtest. Schritt für Schritt Anleitungen bekommst du da von mir hier unten. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Yippie-yo. Und ich sehe dich im nächsten Video. Ciao.